Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, ich darf Sie heute Abend ganz herzlich begrüßen zu unserem babylonischen Leseabend. Ja, er findet dieses Jahr in einem anderen Format statt. Es ist ganz klar, dass wir im Zeitalter von Corona eben nicht dicht gedrängt in der Stadtbücherei den Abend verleben dürfen. Aber es war uns wichtig, dass wir trotzdem eben wieder den babylonischen E-Leseabend ausrichten. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben für dieses Format. Ich glaube, es wird der Freude keinen Abbruch tun. Wir hören heute Geschichten, Gedichte aus der ganzen Welt, ganz verschiedene Sprachen mit ihrem ganz eigenen Klang sind in Frankenthal zu hören. Und ich bin sicher, dass wir daran Freude finden werden. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel hatte ja das Ergebnis, dass die Vielzahl der Sprachen, die plötzlich hier gesprochen wurden, zu Zerstreuung führte, dass die Leute nicht mehr ein einheitliches Ziel hatten, dass jeder für sich arbeitete und dann das Werk nicht fertigstellen konnte. Hier ist es anders. Wir haben eine Vielzahl von Sprachen in Frankenthal, eine Vielfalt von Kulturen, aber alle haben wir ein einigendes Band, dass wir in Frankenthal gemeinsam friedlich leben wollen. Und ich glaube, das ist ein schönes Zeichen für Toleranz und Mitmenschlichkeit und Engagement für die Zukunft. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich hoffe, dass wir heute einen schönen Abend erleben werden und die Gedichte und Geschichten in ganz exotischen und fremden Sprachen hören werden, die uns alle begeistern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frankenthalerinnen und Frankenthaler, liebe Zuschauer, wir als Beirat für Migration und Integration Stadt Frankenthal empfinden es als eine große Freude, Sie diese herausfordernde Corona-Zeit mit solcher Art begrüßen zu können. Die Entwicklung und die Pandemie in der Welt zeigen uns, wie unentbehrlich es ist, gegenseitige Verantwortung füreinander und miteinander zu tragen. Die Lehre dieser schweren Zeit ist, dass jeder für andere mitdenken und für andere Menschen etwas Gutes tun sollte. Im Integrationsbereich betonen wir immer, wie erforderlich die Bereitschaft aller Seiten ist. Integration kann zudem nur mit Respekt, Akzeptanz und Ausgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen gelingen. Wir erwarten von der Mehrheitsgesellschaft einen fairen und toleranten Umgang mit anderen Kulturen. Da Menschen durch Sprache die Beziehungen zu ihrer Umwelt aufbauen und diese verstehen können, ist es unbedingt notwendig für die Eingewanderten, die deutsche Sprache zu erlernen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man sich entspannt und somit neugierig eine weitere Sprache lernen kann, wenn man bereits die Muttersprache gut beherrscht. Die Tatsache, dass man die eigene Sprache gut kann, spornt einen an, auch die deutsche Sprache erlernen zu wollen. Um neue Kulturen kennenzulernen, um das Erlernen der deutschen Sprache zu fördern, wie unsere Fans schon wissen, machen wir jedes Jahr im September eine babylonische Lesereise. Für diese Reise war bis jetzt die Stadtbücherei der Sammelpunkt, aber wir holen sie dieses Mal von ihrem Haus. Was eine babylonische Lesereise ist, wiederhole ich für Sie, die gerade die Geräte angeschaltet haben. Seit 2003 sitzen wir entweder in einem Bus oder in einem Schiff oder in einem Flugzeug und reisen durch die Welt, hören den Klang sowie die Melodie der anderen Sprachen und lernen wir ein Stück einer neuen Kultur. Ich möchte meinen Gruß mit einem Vers beenden, der von meinem geschätzten Freund Özden Özçelik geschrieben wurde. Die Hoffnung. Die Hoffnung grüßt dich. Die Hoffnung hofft, dass morgen noch viel mehr gehofft wird. Hofft die Hoffnung? Ja, hofft sie. Die Hoffnung stirbt, wenn auch du stirbst. Hoffend, dass sie immer hoffen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun starten wir unsere gemeinsame Sprachreise. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich gemeinsam mit Ihnen diese Reise begehen kann. Zu Anfang habe ich allerdings eine Frage an Sie. Wissen Sie eigentlich, woher der Begriff Babylonisch stammt? Zurückzuführen ist der Ausdruck Babylonisch auf die Bibel. Unterstellt wird, dass sich die Menschheit zu der Zeit als einziges Volk empfand, das mit einer einzigen Sprache kommunizierte. Der Turm, der nach Ankunft in der Stadt gebaut werden sollte, sollte bis in den Himmel reichen. Theologen werten dies als Vorhaben, dass die Menschen mit Gott gleich sein wollten. Wegen dieser Selbstüberhebung bringt Gott den Turmbau unblutig zum Stillstand, indem er eine Sprachverwirrung hervorruft, welche wegen unüberwindbarer Verständigungsschwierigkeiten zur Aufgabe des Projekts zwingt und alle Menschen auf der Welt verstreut werden. Daher kommt auch der Begriff babylonische Sprachverwirrung. Wir hören nun auch verschiedene Sprachen und Sprachmelodien aus aller Herren Länder, das uns manchmal fremd und manchmal vertraut vorkommen mag. Aber trotz der sprachlichen Unterschiede werden Sie sehen, dass wir alle doch gar nicht so verschieden sind. Die erste Etappe unserer virtuellen Reise führt uns weit hinaus aus Deutschland und aus Frankenthal. Sie führt uns ins Land der lustigen Maskottchen, des Sushis und des Sumo. Sie werden es vielleicht jetzt bereits erraten haben. Wir befinden uns nun in Japan. Und hier genau in der Stadt Shiba, eine Großstadt in der Nähe von Tokio. Aus dieser stammt nämlich unsere erste Teilnehmerin. Sie lebt seit 7 Jahren in Frankenthal und ist zudem die einzig hier lebende Japanerin. Herzlich willkommen, Reimer Frömel. Frau Frömel, wie sind Sie denn nach Frankenthal gekommen? Wie? Oder aus welchem Grund? Wegen meinem Mann. Aus Liebegrund. Ja. Also, haben Sie den in Deutschland kennengelernt oder in Japan? Wir haben in Japan getroffen. Mhm. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Ein schöner Grund, um nach Frankenthal zu kommen. Ja. Sie leben jetzt hier seit 7 Jahren. Können Sie uns sagen? So, insgesamt. Wir waren immer in Japan und in Deutschland und jetzt seit letztes Jahr Oktober wieder in Deutschland, in Frankenthal. Und können Sie den Zuschauern vielleicht sagen, was Sie in Frankenthal mögen oder was Ihnen besonders gut gefällt? Haben Sie da etwas? So in Frankenthal, also wir wohnen bei unseren Eltern, also mein Mann. Mhm. Und die spielen mit unseren Kindern ganz oft. Ja, das ist schön, und ja. Die helfen uns auch sehr viel. Mhm. Und das ist ganz schön angenehm. Ein schöner Zusammenhalt. Ja, das klingt schön. Ja. Was werden Sie denn heute vorlesen, Frau Frömel? Ja, heute lese ich vor Time Machine von Haruki Murakami. Ja, das ist so eine kurze ein Sammlung seiner Kurzgeschichte. Und das ist ganz lustig und ganz kurz und das klingt auch ganz so lustig. Ja. Dann sind wir sehr gespannt, dann freuen wir uns. Dann dürfen Sie gerne. Ja. Okay. Time Machine, Murakami Haruki. Nokku no oto ga shita. Boku ga tabekake no mikan no kawa o kotatsu no ue ni oite genkan ni dete miruto, soko ni wa Watanabe Noboru, suidou kouji nin ni shite enpitsu kezuri no kolektaa ga tatte ita. Mou yuugata no 6 han datta node, Watanabe Noboru wa konban wa to itta. こんばんはと僕もよくわけがわからないまま言った。でも工事のお願いをした覚えはないんだけどね。それはわかってます。今日はちょいとお願いがあって、終了。それはわかっています。今日はちょいとお願いがあって伺ったような次第なんです。実はお宅に旧型のタイムマシーンがあるって伺ったもんで、もしよろしければ、新型と交換していただければと、まあそう思いまして。タイムマシンと僕はびっくりして頭の中で復唱したが、その驚きを顔には出さなかった。あるよと何気なさそうに言った。見てみる。ええ、そりゃもう見せていただければ。僕は
渡辺昇を連れて余剰班の僕の部屋に行き、みかんの皮が乗ったままの電気こたつを見せた。そして、ほら、タイムマシンと言ってやった。僕だって少しくらいはユーモアのセンスがある。しかし渡辺昇は笑わなかった。彼はこたつ布団をめくって真剣な顔つきでつまみをぐるぐると回し、目盛りをチェックし、4本の足を一つずつ引っ張った。こりゃなんだ、一品ですよ。 と彼はため息をついて言った。すごい、昭和46年型ナショナルのほかほかですよ。旦那も随分これでいい思いなすったんでしょ。うん、まあね、と僕は適当に言った。足が一本ぐらつくけれど、暖かいことは暖かい。渡辺昇がそれを新品のタイムマシンと交換してはくれないかというので、いいよ、と僕は答えた。 渡辺昇は外に出て家の前に駐車してあったライトエースの荷台から箱に入ったまま新品の電気こたつあるいはタイムマシンを出し、それを僕の部屋に運び入れ、代わりにナショナルのほかほかあるいはタイムマシンを抱えて持って行った。いつもすいませんね、と渡辺昇は言って運転席から手を振った。僕も手を振った。それから僕は部屋に戻り、みかんの続きを食べた。 Ich habe nur Time Machine verstanden. Ich denke, den Zuschauern wird es genauso gehen. Vielleicht können Sie noch kurz erzählen, um was es geht. Ja, das geht um Time Machine. Mhm. Aber Time Machine ist eine, in der Geschichte ist eine Heizung. Das ist ein Kotatsu, ist ein so niedriger, beheizbarer Tisch für Winter. Das ist so ein Tisch mit Decke. Das ist ganz schön warm. Und die nennen das Kotatsu Zeitmaschine. Ah. Aber das ist natürlich keine Zeitmaschine. Natürlich. Ja, das ist so ein Humor. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von Japan reisen wir nun in den Sprachwelten weiter, in das Land des Couscous, des Tajin, der Pfefferminz oder des Arganöl. Es ist eine Reise nach Nordwestafrika. Unser nächster Vorlesegast kommt aus Marokko und wird uns in marokkanischer Sprache eine Geschichte vorlesen. Ich darf deshalb ganz herzlich Aziz El-Jabari an meiner Seite begrüßen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr El-Jabari, wie sind Sie in Deutschland geboren? Oder sind Sie hierher gekommen? Nee, ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern ich bin seit 11 Jahren in Deutschland, lebe ich seit 11 Jahren in Deutschland. Und vorher war ich in Frankreich ein Jahr und nochmal 6 Jahre in Spanien. Und ja, das so kommt meine Geschichte. Sehr interessant. Also sind Sie viel rumgekommen und sprechen daher auch mehrere Sprachen. Ich glaube, Sie hatten das im Vorfeld schon mal erwähnt mir gegenüber. Ich spreche Marokkanisch. Das ist unsere Muttersprache in Marokko. Dann kommt Französisch, weil die zweite Amtssprache in Marokko ist Französisch. Dann Spanisch, weil ich selber in Spanien 6 Jahre gelebt habe. Und Englisch, das ist einfach so von der Schule. Mhm. Genau, und Deutsch, seit ich in Deutschland lebe. Und das auch noch sehr gut. Versuche immer mein Bestes. Obwohl ich versuche, Pfälzisch zu lernen, aber das klappt nicht. Das ist auch nicht so einfach. Sagt die, die in Deutschland geboren ist, in der Pfalz. Ja, dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Geschichte. Das Publikum gehört Ihnen oder die Kamera. Dankeschön. Salam alaikum, ikhwani, ikhwati. Gadi nhaou nhadra maakoum lyoum b'arabiya, maghribiya. Naoud lekoum qissa dial wahed sida, dial wahed insana, li hiya oum. Li hawlat l'hayat diala kamla, taqriban bach anu تسامح بزاف ديال الحوايج باش انه الاولاد ديالها عندها تقريبا 5 ديال الاولاد وحاولت باش انه تقريهم. هي مسكينه ما عمرها ما مشات للمدرسه، ما عمرها ما قرات في المدرسه، و يعني كانت ديما كتحاول انه تتخاصم مع رجلها باش انه رجلها كان تيقول لها لا خلي الدراري باش انه يقراو حتى القسم الخامس ومن بعد ممكن يعاونوا العائله بطبيعه الحال، لان الظروف المعيشيه في المغرب انتم عارفين كاملين بانه اي عائله بطبيعه الحال كتبغي بان الاولاد ديالها كيدخلوا للمدرسه لواحد الاعوام ومن بعد كيخرجوا باش يعاونوا العائله ديالهم. هذه المساله صعيبه ما يمكنش تطرح على اي عائله، وهذه الام اللي ضحات بكل شيء تقريبا كاع اللي عندها في حياتها
باش انه تقري الولاد ديالها وتصيفطهم للمدرسه، مع ان هي ما عمرها ما قرات وكانت تكافح مسكينه، وخرجت هي بنفسها هذا العمل، يعني خرجت كتخدم في الشتاء في البرد في الصيف في اي وقت باش تتيح الفرصه للولاد ديالها باش انهم يقراو. يعني في الاخير انه الولاد ديالها ملي قراو وكبروا يعني وتزوجوا وولدوا وليدات، الحمد لله كلها مشى سكن في الدار ديالو، وسبحان الله العظيم يعني حتى واحد ما بقى كيديها في الوالده ديالو. يعني الوالده ديالو كانت تعاونوا في الاول باش انه قرا دار ولادو، الولاد ملي كانوا باقيين صغار يعني كانت تعاونهم باش انهم تعيشوا عندها، باش انه الوالدين ديالو يعني الولاد ديالها باش يمشيوا يخدموا، والولاد ملي كيجيو المدرسه كيجيو عندها ديريكت للدار، يعني كياكلوا كيشربوا وكيعيشوا عندها في الدار حتى يرجعوا الوالدين ديالهم من الخدمه. ملي الولاد ديالهم كبروا يعني كل عائله يعني تقريبا تنقول لك خمسه ديال الاولاد يلاه حقات الان في المغرب، يعني ثلاثه ديال الاولاد اللي الحمد لله مسك عليهم الله، اللي عندهم يعني عندهم خدمه زوينه تيتخلصوا مزيان، وزياده على هذا انه الاولاد ملي كبروا يعني ما بقاش كيديوها في الوالده ديالهم، ما بقاش كيهتموا بها بزاف وهملوها. يعني بطبيعه الحال ولات اي مره كتعيط لهم الوالده ديالهم في التليفون انه ما تيبغيوش زعما يجاوبوها ولا يقولوا لها شنو علاش السبب، لانه عارفين بان اون فوا الوالده ديالهم كتعيط لهم في التليفون الا وغتحتاج شي حاجه. يعني ومع سوء الحظ انه مسكينه في الاخر انه قررت باش تعيش بوحدها ملي مات ليها الراجل ديالها، انه تعيش بوحدها وبقات في الدار ديالها، ولو ان الولاد ديالها حاولوا باش انه بزاف ديال المرات تجي عندهم الدار وتعيش معاهم، هي قررت في الاخر باش انه تبقى بوحدها وتعيش بوحدها، وبقى لحد الان مسكينه عايشه بوحدها وكتكافح مع الحياه، ولو انه صعيب عليها باش انه زعما تقبل علاش ولادها اللي كبراتهم وكافحت عليهم لحد الان ملي كبرات انه ما بقاوش يديوها فيها. وهذه القصه اللي كنعاود لكم يعني هي معروفه في المغرب، وكاينين عائلات بزاف اللي بطبيعه الحال حتى هما عايشين هذه الحاله هذه، ومن هذا المنبر هذا كنحاول انه نوصل هذه الدعوه ديالي للجميع باش انه يتهلاو في الوالدين ديالهم، لان بطبيعه الحال بدون والدين ما كايناش تقريبا الحياه. راك عارف اي واحد بانه ملي كيكون مريض وتيكون باقي صغير شكون كيديه فيه غير والديه؟ شكون؟ الام ديالو ماشي الاب ديالو. يعني مازال من الاب تتكون القضيه ماشي مشكله، اما الام اللي كتضحي بكثير بزاف ديال الحوايج، وفي الاخير انه بطبيعه الحال انه نردوا لها القليل من هذه التضحيه ديالها. وشكرا جزيلا والحلقه القادمه ان شاء الله. Vielen Dank. Diesmal habe ich wirklich kein Wort verstanden. Deswegen freuen wir uns über eine kurze Erläuterung. Es geht um eine Mutter, also eine tapfere Mutter, die sich ihr fast ganz Leben geopfert hat für ihre Kinder. Sie war auch bei ihrer Familie auch als Kleinkind. Die ist mit ihrem Vater und mit ihrem Onkel im Feld gegangen. Die hat gearbeitet und dann sie hat sich geheiratet ganz. Die war 15 Jahre und danach hat sie Kinder bekommen. Und ihr Wunsch war immer, dass sie die Kinder immer in die Schule gehen, dass sie studieren, auch die Möglichkeit haben zu studieren und einfach einen guten Job zu haben. Dagegen war ihr Mann, der wollte nicht, dass die Kinder studieren, hat er gemeint, bis zum 5. Klasse und das reicht. Die mussten jetzt einfach die Familie helfen, weil in diesen Ländern, das ist halt die Kinder, die gehen in die Schule bis zum 5., 6. Klasse höchstens und danach müssen sie rausgehen, arbeiten und die Familie finanziell helfen. Die Mutter hat dagegen gekämpft, die ganze Zeit. Lange Rede, kurz Sinn, die Kinder, die haben alle studiert, die haben alle gute Jobs und irgendwann haben sie gesagt, wir wollen mit dem Eltern nichts mehr zu tun haben. Das war die traurige Geschichte, dass die Mutter irgendwann mit 60 Jahren ihre Kinder nicht mehr sehen konnte, weil jeder hat für sich ein Haus, heiratet, hat Kinder und dann wollen sie sich einfach so gut von der Mutter hören, weil die war ein bisschen krank, dann mussten sie sich um ihre Mutter kümmern und so weiter. Mittlerweile, die Mutter, die lebt jetzt noch, immer noch, die ist fast 86 Jahre alt. Und die Kinder, die sind auch so, ihre Kinder sind auch jetzt älter geworden und die merken, dass ihre Kinder auch von den Eltern nicht mehr wissen wollen. Ja, okay, das war Dank. Die ganze Geschichte. Eine gerne. Starke Frau, eine starke Geschichte. Dankeschön. Ja, gerne doch. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind nach wie vor fleißig an den Bildschirmen und verfolgen unseren Leseabend. Sind Sie hoffentlich auch bereit für unsere nächste Teilnehmerin? Wir kommen nun in das Land der Saunen. Da müsste es schon bei Ihnen läuten. Es soll 3 Millionen ungefähr geben. Der Nordlichter, der Mitternachtssonne und der unberührten Natur. Ich freue mich, dass neben mir Frau Johanna Ovaska sitzt, die aus Finnland zu uns gekommen ist.
Frau Owaska, Sie sind im Jahr 2003 nach Deutschland gekommen. Warum sind Sie denn gekommen, wenn ich fragen darf? Ja, wegen Arbeit. Mein Mann ist ein Pastor und Koordinator für nationweit Arbeit. So, wir arbeiten mit evangelischen Freikirchen hier. So, mehr so kirchlich oder Gemeindearbeit machen wir. Und ja, wir wohnen in Frankenthal, aber mein Mann, wenn es möglich noch ist oder war, verreist verschiedene Länder auch. Ich bleibe meistens zu Hause, so ich bin Hausfrau. Und wir haben drei Kinder. Ah, drei Kinder, okay. Ja, von 11 bis 21. Oh, das ist ein breites Alter. Da haben Sie viel zu tun, mit Sicherheit. Ja, immer noch. Und sind Sie direkt nach Frankenthal gekommen oder hatten Sie vorher noch eine andere Stadt? Ja, erste Jahr waren wir in Baden-Württemberg, in kleiner Stadt Weikersheim. Mhm. Aber dann, danach, so schon 2004, sind wir nach Frankenthal gekommen. Und seit dem Zeit sind wir immer hier glücklich gewohnt. Gefällt Ihnen also sehr gut in Frankenthal, was wir natürlich sehr gut verstehen können. Was dürfen wir denn heute von Ihnen hören? Ja, ich werde zwei alte finnische Volksliedertexte vorlesen. Die könnte ich auch singen, aber heute ist Lesen mehr. Und die sind so wirklich so schöne Liedertexte von 1800. Die erste heißt Komm, komm, Wildente. Und ich habe ein bisschen so übersetzt den Text grob, so bevor ich das lese vor. Ich lese das Text, diese Übersetzung. Komm, komm, Wildente, baue dein Nest am Ufer unter den Birken. Lege es im Hafen an, bei dir ist ein Fräulein, sie soll zu mir kommen. Hier ist alles vorbereitet, komm doch zu mir. Hier sind angenehme Wellen, hohe Bäume schmücken alles unter sich. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Brautlied für eine Geliebte. Also, souda, souda, sinisorsa, souda tähän rantaan. Pesäs tänne rakenna sen ritvakoivun kantaan. Laske, laske, pursi pieni, laske valkamaani. Purrestasi, neito nuori, astu asuntaani. Täällä on sija suoritettu sammalista sulle. Tule, tule kultaseni kumppaniksi mulle. Täällä on aallot, armahat ja suuret hongat huojuu. Solkikoivut soreasti aallon helmaan nuojuu. Und das zweite ist dann auch sehr, sehr bekanntes Lied. Meine Heimat ist Finnland, heißt es einfach. Und das hat einen Mann Ende 1800 geschrieben. Er ist selber auch mit 14 nach Amerika ausgewandert damals und er hat wahrscheinlich hatte Heimweh und dann hat er dieses Lied, diesen Text geschrieben. Und schon damals war es sehr bekannt und das ist immer noch sehr bekannt und viel gesungen und das ist ein bisschen so wie ein Nationallied, die finnischen Auswandern genannt. Ja, so also, das heißt Kotimaani onpi Suomi und diese Wörter geht ungefähr so. Meine Heimat ist Finnland, dort bin ich geboren. Seine Natur ist unvergesslich schön. Dort hörte ich erste Mal Vogelgesang. Dort ausschaukelte die Mutter mich in der Wiege. Dort brannte auch das erste Mal die Liebe mir im Herzen. Es mag wohl Gottes Wille gewesen sein, denn es beendete mit Tränen. Dort bin ich geboren, danach sehne ich mich sehr. Vaterland und Muttersprache, oh, wie ich euch liebe. Also, so geht es. Kotimaani onpi Suomi, Suomi armas synnyinmaa. Siellä valkolatva tuomi ahon laitaa reunustaa. Siellä ensi kerran kuulin lintuin laulun lehdossa. Siellä äiti hymyhuulin tuuditti mua kehdossa. Siellä myöskin ensi kerran lempi syttyi sydämiin, liekkö ollut tahto Herran, kun se päättyi kyyneliin. Siellä synnyin, sinne mieli palaa mailta maailman. Taaton maa ja maammon kieli, kuinka teitä rakastan. Vielen Dank. Das war sehr schön. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo befinden wir uns nun als nächstes? Ich lasse Sie zu Hause einfach mal mitraten. Ich gebe Ihnen folgende Hinweise. Oliviersalat, Sputnik, Fabergé-Eier, Blini oder ganz einfach Matruschka.
Richtig, unser Ziel führt uns als nächstes nach Russland zur Teilnehmerin Olga Kraus. Herzlich willkommen. Frau Kraus, wo genau kommen Sie denn aus Russland her, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Sibirien. Oh, aus Sibirien. Na, da sind Sie ja Kälte gewohnt. Ja. Ja. Was war denn das Kälteste, was Sie dort mal erlebt haben, wenn ich fragen darf? Ja, minus 45 Grad. Ja. Minus 45 Grad, unvorstellbar für mich. Das haben Sie hier jetzt in Deutschland nicht mehr. Seit wann sind Sie denn in Deutschland? In 2004 bin ich nach Deutschland gekommen. Auch direkt nach Frankenthal? Nein, erstmal bin ich nach Marburg gekommen, das ist Sachsen-Anhalt, und später bin ich nach Mannheim gekommen. Ich wohne gerade ja in Mannheim und ja. Und was hat Sie hierher geführt? Oder warum gerade Frankenthal vielleicht noch? Genau, ich habe mich hier beworben, okay, und seit 2016 arbeite ich in Frankenthal. Okay, sehr schön. Was dürfen wir denn heute von Ihnen hören? Ein Gedicht von Eduard Asadov. Okay, dann sehr gerne. Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям, подобным ища подтверждения, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец, может, просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения. Что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался. А друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло, иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло, и в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив несчастных и злых, нередко стараешься волей-неволей в душе своей словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли. Но факты и время отнюдь не пустяк. И сколько порой не насилуешь душу, а гниль все равно невозможно никак. Не спрятать, не скрыть, как ослиные уши. Везло бы признаться мне в жизни моей. Не так уж и мало встречать доводилось. И сколько хороших надежд поразбилось. И сколько вот так потерял я друзей. И все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей и только с хорошей, с доверчивой меркой к людям идти. Пусть будут ошибки, такое непросто, но как же ты будешь безудержно рад, когда эта мерка придется по росту тому, с кем ты станешь богаче сто крат. Пусть циники жалко бормочут, как дети, что, дескать, непрочная штука сердца. Не верю, живут, существуют на свете и дружба навек, и любовь до конца. И сердце твердит мне, ищи же и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей мерке большой соответствуй, и все остальное увидишь, придет. Vielen Dank. Das klang jetzt gar nicht so fremd. In Frankenthal hört man ja doch schon öfter Russisch. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch ein bisschen erläutern, was Sie uns gerade vorgelesen haben. Der Autor sagt uns, dass wir im Alltag so viele negative Erlebnisse erfahren können. Trotzdem sollen wir nur das Positive und Gute in den Menschen sehen. Dem ist nichts hinzuzufügen, das ist richtig. Vielen Dank. Gerne. Unser letztes Sprachziel für heute Abend führt uns vom kalten Sibirien direkt in den Süden. Wir kommen nun in die Türkei. Die Türken stellen in Frankenthal den größten Anteil an Migranten mit Hauptwohnsitz. So auch Herr Betula Abbaydin, der gerade neben mir Platz genommen hat. Er möchte uns von seinem Heimatland und seiner Heimatstadt Istanbul erzählen. Er ist im Mai 2019, also noch gar nicht so lange, nach Deutschland gekommen. Sie sind verheiratet und haben einen Sohn. Genau. Ja. Ja. Warum sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Aus beruflichen Gründen, also wegen der Arbeit, sind wir nach Deutschland gekommen. Ich bin Elektrotechnikingenieur, meine Frau ist Informatikerin. Wir haben einen 5-jährigen Sohn, der in den Kindergarten in Frankenthal geht. Ah, ja, schön. Und Sie, gar nicht das sagen darf, Sie können schon sehr gut Deutsch sprechen, dafür, dass Sie noch erst ein Jahr in Deutschland sind. Danke. Was dürfen wir denn jetzt von Ihnen hören? Ich heute
etwas über ein Gedicht von einem türkischen Dichter vorlesen. Ich meine türkische und deutsche Version vorlesen. Also mit türkischer Version anfangen und dann deutsche Version. Sehr gerne. Die Kamera gehört Ihnen. Okay, super. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklarına falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığında. Das Leben verträgt keinen Spaß. Du musst sehr ernsthaft leben. Wie ein Eichhörnchen zum Beispiel. Das heißt, du sollst vom Leben nichts anderes als das pure Leben erwarten. Also alles, was du zu tun hast, ist zu leben. Du musst das Leben ernst nehmen. Und zwar so sehr und so unermesslich, dass du zum Beispiel mit hinter dem Rücken gebundenen Händen und dem Rücken an der Wand oder mit deinen riesigen Brillen und in deinem weißen Hemd in einem Labor für Menschen sterben kannst. Und zwar für Menschen, die du nie in deinem Leben gesehen hast. Und zwar ohne dass dich irgendjemand dazu gezwungen hätte. Und zwar als wüsstest du, dass Leben die schönste und wahrhaftigste Sache ist. Das heißt, du musst das Leben so ernst nehmen, dass du sogar mit 70 zum Beispiel noch einen Olivenbaum pflanzt. Und zwar nicht, um ihn deinen Kindern zu hinterlassen, sondern weil du nicht an den Tod glaubst, obwohl du davor Angst hast. Und zwar nur, weil das Leben mehr wiegt. Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir sind nun am Ende unseres Leseabends angekommen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gut gefallen und vielleicht haben wir Ihnen Lust auf mehr gemacht. Wenn ja, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Leseabend im nächsten Jahr einmal besuchen kommen. Traditionell findet dieser immer im September in der Stadtbücherei statt. Neben Vorträgen wie Gedichte oder Geschichten haben wir auch immer etwas Musik und vielleicht auch Tanz dabei. Der babylonische Leseabend verbindet viele verschiedene Menschen und Kulturen. Als Gemeinschaft verbringen wir schöne Stunden, lernen voneinander und entwickeln Freundschaften. Denn das ist es, was Frankenthal ausmacht. Frankenthal bedeutet Freunde treffen. Kommen Sie also nächstes Jahr gerne zum babylonischen Leseabend. Wir würden uns sehr freuen. Mir bleibt nun einfach nur noch, Ihnen eine gute Zeit zu wünschen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.